da sind wir wieder. Kerala, Tag 8 unserer Indienreise. Also, das Schärfste heute Morgen war um 5 Uhr so eine Musikbattle zwischen der katholischen Kirche und dem Tempel. Ich weiß nicht. Muss man gehört haben, aber nicht um die Uhrzeit. Und sie haben beide alles gegeben. Wobei man sagen muss, die katholische Kirche war wesentlich dichter ran ab unserem Zimmer. Und auch sehr bemerkenswert, dass man 2 Stunden lang durchgehend während eines Gottesdienstes lauthals singen kann. Ist schon schön. Absolut. Also da sollten wir Deutschen uns doch mal eine Scheibe von abschneiden. So geht Kirche. Und das morgens um 5, wie gesagt. Ja. Ich Sonntag um 10, nein, Sonntag um 5. Mhm. Tempel genauso. Angeblich jeden Sonntag. Ja gut, nachdem wir dann freundlich geweckt wurden, frühstückt hatten, fuhren wir um 8 Uhr vom Hotel los zum Elefantencamp. War sehr schön da. Auch die Fahrt dahin, durch die bisschen ins Hinterland, durch die Natur, Kautschukplantagen und ähnliches. Waren schon ein paar Unterschiede festzustellen im Vergleich zu hier an der Küste. Ja. Auch die Menschen so von der Kleidung her. Die sind da eigentlich auf dem Weg dahin. Also mir ist kaum ein Mann begegnet, der eine Hose getragen hat. Die hatten meistens ihre Wickelröcke, wie immer das auch heißt, an. Also sehr traditionell. Die Frauen sowieso alle Sari hier. Ja, Elefantencamp war sehr schön. Elefanten beim Baden zugucken, Elefanten beim Füttern zusehen. Waren auch ordentlich welche da, von 4 Monaten bis 70 Jahre. Also konnte man wunderbar sehen. Manni, der älteste Elefant. Genau, der war 70 Jahre alt. Wie der jüngste heißt, weiß ich im Moment gar nicht. Nee, das weiß ich auch nicht mehr. Ja, dann vom Elefantencamp rüber zum Neyar-Damm. Das war nicht ganz so spannend, das war ein schöner Damm. Es war auch schön drumherum, so terrassenmäßig unterhalb des Damms was angelegt. Aber der Damm an sich, keine Aussichtsplattform, mich war ein bisschen enttäuschend. Ja, war jetzt nicht schlecht, aber war halt ein bisschen enttäuschend. War halt ein Staudamm, wie man ihn schon zigmal gesehen hat. Aber hier was Besonderes. Ja, aber mit dem Unterschied, bei uns gibt es Plattformen, Besucherplattformen, Aussichtsplattformen hier nicht. Also man konnte nicht direkt runtergucken. Die eine Seite der See, okay, andere Seite, wo es runtergeht, nö, konnte man nichts sehen. Ja. Ja, dann wieder zurück zum Hotel. War ein bisschen kaputt. Maren hat sich entspannt, also die zweite Ayurveda-Anwendung gemacht. Da würdest du nachher noch selber was drüber erzählen, denke ich mal. Oh, ich dachte, ich habe nichts zu tun, dann gehe ich mal shoppen, ne? Ja, also bin ich mal shoppen gegangen und habe mir mal den Tempel angeguckt. Wollte ja wissen, wo der Lärm herkam heute Morgen. Das muss man ja auch mal sagen. Ja, 2 Klangschalen für meine Frau gekauft. Ist ja auch hier die richtige Gegend mit der Ayurveda-Geschichte. Ja, und abends waren wir nochmal am Kovalam Beach. Lecker essen. Indisch. Was hatte ich? Hühnchen in Erdnusssoße. War sehr lecker. Erdnusssoße war... Also das Hühnchen hat nicht so in der Erdnusssoße geschwommen wie bei uns. War ja, alles ein bisschen... War halt indisch. War halt indisch, aber sehr lecker und auch nicht scharf. Ja. Ja, morgen Abreise. Vorher noch mal gucken, dass wir ein paar Sehenswürdigkeiten in Trivandrum bekommen. Ich denke, das kriegen wir hin. Ja. Ja. Now it's my turn and this time Frank has spoken far too much, so I won't be able to translate everything. Yeah, what have we done today? We got up really, really early, but not because we wanted to, but at 5 o'clock the local church here, which is near the hotel, and the local temple, which is near the hotel on the other side, both decided they would like to sing. And they were singing really loud and for something like 2.5 hours. Yeah. So it wasn't possible to sleep any longer because there was something like 500 people in the church. Yeah, minimum 500 people. They have speakers outside of the church so that everyone who's outside can listen to the nice singing. Yeah. So. Also a new experience for us. Yeah, so after getting up far too early, we had our trip to the elephant camp, which was really, really nice. Also the trip there was good. It was a long ride with a car, something like 1.5 hour nearly, something like this. And it was not only at the coast, but a little bit towards the island. And it was looking like a forest with a lot of bananas and different plants. And we were driving through a lot of little villages. It was really nice to have a view at this and also the people there and what they are doing on a Sunday morning, more or less.
After the church, after the temple. At 5 o'clock. At 5 o'clock, yes. Yeah, so afterwards we reached the elephant park, which was really, really nice. We were able to see the elephants there bathing, and they were feeded, and they had some baby elephants as well, and everything. It was really nice. And I've seldom in my life I've seen them so near, and even the huge male elephants that are something like, I don't know, 4 meters high or something like this, maybe not, I don't know. He was away something like 6 to 7 meters. A little bit scary. Yeah. Yeah, afterwards we were at the Neya Dam. That's the local river here in this area, where also we took the boat trip yesterday. Yeah, it's a huge dam, nice lake, but for us nothing special. No, you can see not this so in Germany nearly everywhere. For India it's something special, they told us, but for us, yeah, it was nice, a nice lake, everything, but that's it. Yeah. Yeah. Afterwards, going back, and since the day was really, really hot, and again, a high humidity here in the air, I decided to follow the doctor's advice and do a second Ayurveda massage, which was really nice. This time it was some kind of, what was it called, herbal stem or something like this. She was shaking at me with some cloths with herbs in it. Sounds strange, but it feels good, and my skin still smells like herbs. Yes, that's right. I can smell it, you not. Yeah, you have to ask him whether it's good or not. Yeah, it's good, it's good. Yeah. So afterwards, of course, some relaxing on my terrace, on the swing. And finally we decided to have our dinner again at Kovalam Beach, because we liked it there, and we had some typical Indian food there in a restaurant, which was really nice. Really nice, yes. Yeah. And that's it. Now we're back in the hotel, ready to fall asleep. And unfortunately we have to leave tomorrow, so yeah. See you tomorrow from Bangalore. Bangalore, yeah. With a fast VLAN. Or Yay. Wi-Fi. Yes. Yippee. So we can watch movies, we can upload videos, no problem. Everything, back to normal life. Back to normal life, yes. So, okay. See you tomorrow. See you tomorrow, bye. Bye. Hello.